Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielen Dank erstmal für über 100 Abonnenten. Das finde ich richtig geil. Danke an euch dafür, dass ihr meine Videos so unterstützt mit euren Abos und euren Likes. Das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ich bin jetzt schon länger am Überlegen, was mache ich als 100 Abonnenten Special? Weil ich denke mir, es machen viele YouTuber, 100 Abonnenten, machen wir mal ein Special. Aber mir fällt einfach nichts ein. Und jetzt habe ich heute in den Nachrichten mal geguckt. Ich habe vor einem Monat eine Nachricht bekommen von einem anderen YouTuber, dass ich zu Mein Liebster Award, also zur Mein Liebster Award Challenge nominiert wurde. Und ich habe einfach mal nirgendwo eine Benachrichtigung bekommen, dass mir auf YouTube eine Nachricht zugekommen oder zugetragen wurde. War ein bisschen blöd. Aber jetzt mache ich es auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall an den 47er für die Nominierung. Der betreibt einen kleinen PC-Bau-Channel. Ich denke mal, dadurch hat er auch meinen Kanal gefunden, weil ich halt auch das ein oder andere... ich habe ja ein Video, wo ich meinen PC zusammenbaue. Deswegen wird er mich wohl gefunden haben und nominiert haben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall an dich. Link zu seinem Kanal ist dann unten in der Videobeschreibung. Genau wie die Anleitung zu der Mein Liebster Award Challenge. Da musste ich mich selber erstmal mit ein bisschen auseinandersetzen, was genau diese Challenge ist. Und ich lese das mal ganz kurz ab. Und zwar ist die Challenge so an sich. Als erstes bedankt man sich bei dem, der einen nominiert hat zur Challenge. Danach beantwortet man 11 Fragen, die von demjenigen gestellt werden. Und dann stellt man einen eigenen Fragenkatalog zusammen, nominiert bis zu 11 weitere YouTuber und postet dann alles dazugehörige unten in die Infobox, also Videobeschreibung, und informiert dann die neuen Nominierten, dass sie nominiert wurden und ja, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, auf die eigenen 11 Fragen zu antworten. So an sich denke ich mir, mein Liebster Award Challenge ist eigentlich eine ganz gute Sache. Dadurch kann man so ein bisschen andere YouTube-Kanäle kennenlernen und vielleicht, wenn man halt bekanntere Leute nominiert, den Fragen stellen, die man gerne fragen würde. Und das werde ich auch machen. Ich denke mal, so die Hälfte von meinen Nominierten werden YouTuber sein, wo ich gerne mir die Videos angucke. Und die andere Hälfte Leute, die meine Videos kommentiert haben, wo ich ein bisschen auf deren Kanal aufmerksam geworden bin. Starten wir auf jeden Fall erstmal mit der ersten Frage. Wie bist du zu YouTube gekommen? Zu YouTube gekommen bin ich, weil ich mir verschiedene How-To- und Gaming-Videos angeguckt habe, teilweise Let's Plays und Trailer zu verschiedenen neuen Spielen. Und ich dachte mir, warum machst du nicht einfach mal selber Let's Plays, wenn du sowieso schon in deiner Freizeit ziemlich viele verschiedene Spiele spielst? Also habe ich einfach angefangen, Let's Plays zu machen und zu kommentieren. Beziehungsweise mein erstes Video, das hatte ich 2012 hochgeladen. Da habe ich einfach mal von Metin 2 hochgeladen, wie ich ein Schwert geabt habe. Und dann dachte ich mir, mit dem Release der Nintendo Switch startest du einfach mal so richtig mit deinem Kanal. Mit jeden Tag Videos und so weiter und so fort. Und deswegen mache ich seit dem 3.3.2017 jetzt regelmäßig Videos zu verschiedenen Spielen und teilweise auch How-To's zu verschiedenen Spielen und so ein bisschen PC-Kram nebenbei. Aber hauptsächlich mache ich Let's Plays, weil ich Spaß dran habe. Frage Nummer 2. Kaffee oder Tee? Also ich trinke ja gerne Pfefferminztee oder Früchtetee mit Honig. Aber das mache ich nur ab und zu. Was ich wirklich jeden Tag, also fast jeden Tag nach dem Aufstehen trinke, ist Kaffee. Also entscheide ich mich hier für Kaffee. Definitiv. Frage Nummer 3. Welches Tier bzw. welche Tiere magst du am liebsten? Also, da kann ich mich eigentlich nur für die Schildkröte entscheiden. Weil wer das Märchen vom Hasen und von der Schildkröte kennt, der weiß warum.
Also ich bin ein sehr, sagen wir mal, gemächlicher und übervorsichtiger Typ und ich habe so mein eigenes Tempo und ich denke mir, wenn ich alles ruhig und besonnen mache, dann komme ich genauso ans Ziel wie jemand oder manchmal sogar besser ans Ziel als jemand, der was total hektisch und undurchdacht versucht zu lösen. Deswegen lieber langsam und stetig als total hektisch und ja. Deswegen, mein Lieblingstier ist die Schildkröte. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Tier. Frage Nummer 4. AMD oder Intel? Die Frage aller Fragen. Also ganz ehrlich, ich bin niemand, der sich was aus Marken oder Namen macht. Und ich bin der Meinung, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich mich immer für das, was mehr Leistung hat, entscheiden. Aber ich finde, bei AMD ist das Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie besser. Deswegen habe ich in meinem Gaming-PC auch eine Ryzen 5 CPU, die 1600X, eingebaut, weil da das Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach gut war. Die hat 6 Kerne und 3,6 GHz. Preis weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 222 Euro. Ah nee, der Preis von der Grafikkarte waren 222. Die CPU hat 258 gekostet. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie viel Intel, also Intel-Prozessoren, in der Leistungsklasse kosten, da entscheide ich mich definitiv für AMD, weil, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist mir wichtiger als irgendwelche Namen. Frage Nummer 5 ist eine sehr schwierige Frage für mich. Was hältst du vom Mining? Ich musste erstmal Mining googeln, weil ich keine Ahnung hatte, was gemeint war. Ich habe eine Stunde lang mich damit beschäftigt und kann jetzt eigentlich nur davon erzählen, was ich so in der einen Stunde mitbekommen habe. Ich habe ein bisschen in Foren rumgegeiert. Ich habe mir ein Galileo-Video bzw. einen Galileo-Bericht dazu angeguckt und ein How-To-Video, wie es geht. Und im Endeffekt kann ich eigentlich nur sagen, beziehungsweise ich sage erstmal, was Mining ist. Und zwar gibt es ja diese Online-Währung Bitcoin. Der Urgedanke von Bitcoin war, dass man eine Währung hat, wo man bei anderen bezahlen kann oder Transaktionen machen kann, ohne dass eine zentrale Anlaufstelle gebraucht wird, wie zum Beispiel eine Bank oder so, sondern man direkt mit seinen Bitcoins an jemand anderen überweisen kann und das ganze Netzwerk drumherum, das mit den Bitcoins sich beschäftigt, das verifiziert im Endeffekt die Überweisung. Es gibt da so ein Logbuch, da werden komplett alle Überweisungen gespeichert. Ich glaube nicht, von wem die getätigt werden, sondern im Endeffekt nur die Überweisung und ob diese Überweisung rechtens ist oder sonst was. Schlagt mich nicht, wenn da irgendwas jetzt dran falsch ist. Auf jeden Fall sind Miner diejenigen, die ihren Rechner am Laufen haben, beziehungsweise das kann man entweder mit der CPU oder mit der Grafikkarte oder mit extra Mining-Tools machen. Die haben im Endeffekt nur ihren Rechner am Laufen, der irgendwelche Codes entschlüsselt, die diese Überweisungen verifizieren. Und jedes Mal, wenn so eine Überweisung verifiziert wird und bestätigt wird, verdient man so ein bisschen was an Bitcoins in irgendeiner Weise. Das heißt, man hat einfach nur seinen Rechner am Laufen oder eine bestimmte Gerätschaft und verdient daran, dass man die Überweisung anderer bestätigt. Also macht die große Gesellschaft nichts anderes als das, was eine Bank macht. Generell finde ich den Grundgedanken dieser Bitcoins oder anderer Kryptowährung nicht schlecht, weil
Der Sinn ist ja, du kannst deine Bitcoins direkt an jemand anderen überweisen und die breite Masse verifiziert das, ohne dass es über eine Bank geht. Das Problem hier ist aber, dass viele ganze Lagerhallen von diesen Rechnern haben, die dieses Mining betreiben, um Kohle damit zu scheffeln. Das hat immensen Stromverbrauch. Ich habe in dem Galileo-Bericht gesehen, von wegen, ja, es ist eine Firma, die macht das speziell. Die hat über mehrere Länder verteilt, mehrere Lagerhallen mit diesen Mining-Rechnern. Und allein die Stromkosten weltweit für diese eine Firma belaufen sich auf 2 Millionen Euro oder US-Dollar, keine Ahnung. Also daran kann man sehen, wie viel sie einfach mal daran verdienen, nur die Überweisung anderer zu verifizieren. Und ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach nicht besser als irgendwelche Banken. Verurteilt mich jetzt nicht für meine Aussage, ich wollte mich halt nur zu der Frage äußern. Ich habe mich eine Stunde damit beschäftigt. Das ist meine Antwort dazu. Ich halte nicht viel von Mining, weil es nicht besser ist als das, was die Banken machen. Das ist meine Meinung dazu. Es ist gleichzusetzen mit dem, was Banken machen. Es ist gleichzusetzen mit dem, was auf der Börse passiert, diese Spekulation und sonst was. Und ich halte nicht viel davon. Ja, so viel zu der Frage. Frage Nummer 6 können wir schnell abarbeiten. Wirst du wählen gehen, lautet die Frage. Und da die Wahlen schon vorbei sind, kann ich eigentlich nur sagen, ja, ich bin wählen gegangen. Und nein, ich habe nicht die CDU gewählt und ich habe auch nicht die AfD gewählt. Mehr sage ich dazu nicht. Frage Nummer 7 ist eine schöne Frage. Yes! Was zockst du? Und zwar, wie ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal schon gesehen habt, zocke ich The Legend of Zelda, bisschen Mario Kart, Minecraft habe ich angefangen und was habe ich noch? Need for Speed habe ich, Xenoblade Chronicles habe ich, Metroid Prime, also größtenteils Nintendo-Spiele, aber vom Genre her würde ich sagen, am liebsten spiele ich Rollenspiele, JRPGs finde ich geil, weil die haben alle so eine eigene Story. Wenn ich jetzt als Beispiel nehmen müsste, finde ich am geilsten so Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower und The Last Story. Das war so eine, sagen wir mal, so ein Projekt, Project Rainfall in 2009. Das sind alles drei JRPGs und von allen drei finde ich die Stories sehr interessant. Deswegen, ja, am liebsten zocke ich RPGs. Genau. Frage Nummer 8. Welche Urlaubsziele hast du? Naja, Urlaub ist so eine Sache. Bis jetzt war ich noch nicht oft im Urlaub. Also meine größten Urlaube bis jetzt waren eigentlich so mehr oder weniger Klassenfahrt in Österreich, Skifahren. Irgendwann mal. Keine Ahnung, wie viele Jahre her. Dann war ich auf Lanzarote 2 Wochen. Da war schön sonnig. Und in Montenegro war ich dieses Jahr. Das hat mir auf jeden Fall auch gefallen. So eine Woche am Meer. Beziehungsweise ich glaube, war 5 Tage am Meer und dann nochmal 5 Tage im Gebirge. War auf jeden Fall sehr schön. Wenn ich jetzt überlegen muss, welche Urlaubsziele ich noch habe, ich würde gerne irgendwo hinfliegen, wo es tropisch ist. Also ich mag gerne die Natur. Und ich würde mal gerne andere Art von Natur sehen. Jetzt nicht die tropischen Regenwälder würden mich interessieren, aber da rumzustaxen, habe ich nicht wirklich Lust. Deswegen, keine Ahnung, die Gran Canaren oder sowas. Ja, so in die Richtung. Sonne auf jeden Fall. Aber Skifahren macht eigentlich auch Bock. Skifahren, vielleicht würde ich auch mal Snowboarden lernen. Aber das kann man alles noch in der Zukunft machen. Ich habe ja noch ein wenig Zeit. Frage 9. Treibst du Sport? Wenn ja, welche Arten? Schwierige Frage. Ich denke mal, E-Sport und Bettsport zählen nicht. Ich fahre gerne Fahrrad. Auf jeden Fall, wenn es schön sonnig ist. Mit dem Fahrrad durch den Wald fahren ist ganz nice.
und hält ein bisschen fit. Ich fahre auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück. Das sind, keine Ahnung, 14, 15 Kilometer am Tag. Minigolfen ist wahrscheinlich kein Sport, aber gehe ich auch einmal im Monat oder so. Weil, ja, ist eher so ein bisschen taktisch. Und Schach zählt ja eigentlich auch als Sport, spiele ich aber nicht so oft. Ja, Sport ist so eine Sache. Nächste Frage. Hast du Hobbys? Hobbys? Naja, ich würde sagen, YouTube ist mein Hobby. Weil, ja, das ist eigentlich so das einzige Hobby, was ich momentan habe. Früher habe ich viel gelesen, mir viele Animes angeguckt, aber dafür ist jetzt nicht so viel Zeit, denn das meiste an Zeit fließt halt wirklich in den YouTube-Kanal und das macht mir auch Spaß. Von daher, ich nehme gerne Minecraft-Videos auf, spiele halt in der Freizeit viel Minecraft und ja, ich würde sagen, YouTube ist mein Hobby. Frage Nummer 11 ist auch schwierig zu beantworten und zwar, welches war dein peinlichstes Erlebnis? Naja, ich habe erstmal überlegt, peinliches Erlebnis, wo man sich geschämt hat, was einem unangenehm war, wo man sich vielleicht auch blöd vorkam. Dachte ich mir, also vor, ich glaube, 4 Jahren oder so, bin ich mal mit einem Dienstwagen, musste ich zu einem Termin fahren. So. Und Berliner Innenstadt ist ja ziemlich voll, schwer einen Parkplatz zu finden. Also bin ich so um den Block gefahren, hab dann einen Parkplatz gefunden, wollte in den Parkplatz rückwärts einparken und was passiert mir? Ich knutsche natürlich ein parkendes Auto. Nur so ganz leicht. Und ich dann total in Panik, keine Ahnung, was ich machen sollte, bin erstmal einmal um den Block gefahren und total durch den Wind nicht überlegt. Ja, dann war ich irgendwie wieder. Also ich bin einmal um den Block gefahren, das war alles Einbahnstraße fast, deswegen konnte ich auch gar nicht irgendwo anders hinfahren. Das Ende vom Lied war, ich bin dann dahin gefahren wieder, an die gleiche Stelle, hab dann da eingeparkt, hab dann die Polizei gerufen und hab das gemeldet, ja, ich habe ein parkendes Auto geknutscht, bla bla bla. Und eigentlich war ich schon fast zu spät zu dem Termin, deswegen war ich halt total unter Zeitdruck. Auf jeden Fall kam dann nach 10 Minuten oder 10-15 Minuten kam dann die Polizei. Die haben dann alles aufgenommen. Gegenüber von diesem Parkplatz war ein Gebäude, wo, keine Ahnung, die Fassade gemacht wurde. Auf jeden Fall waren da Bauarbeiter. Und die Bauarbeiter wurden befragt und die haben das Ganze beobachtet. Die haben natürlich gesagt, ja, ich bin erst weggefahren und sonst was. Und das zählt ja im Endeffekt als Fahrerunfallflucht. Deswegen musste ich dann auch 20 Euro Strafe zahlen. Jedenfalls, das Ende vom Lied ist, Ehrlichkeit zahlt sich immer aus. Und naja, die Versicherung von dem Dienstwagen hat das bezahlt. Von daher musste ich halt nur 20 Euro für meine eigene Dummheit beziehungsweise meine eigene Verraffheit so bezahlen. Und was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist, wenn mir sowas passiert, direkt stehen bleiben und anrufen, denn damit kommt man immer besser weg. Ich weiß nicht, ob es mein peinlichstes Erlebnis ist, aber das ist halt das, was mir so auf Anhieb einfällt. Gut, das waren meine 11 Antworten. Und jetzt kommt natürlich unten in die Videobeschreibung einmal der Link zu dem 47er, der mich nominiert hat. Dann die einzelnen Links zu den 11 Personen, die ich nominieren werde. Und darunter kommen dann die 11 Fragen, die ich stelle. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist zwar jetzt ein recht komisches 100-Abonnenten-Special, aber ich dachte mir, für die 100 Leute ist es auch mal cool zu wissen, was so die Person hinter den Let's Plays ist, was ich so privat denke, würde ich mal sagen. Anhand dieser Antworten kann man ja schon sich ein bisschen denken, was für eine Art Mensch ich bin. Auf jeden Fall finde ich, die Mein Liebster Wart Challenge ist eine coole Sache und
Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und schaut auf jeden Fall mal bei dem 47er dabei. Denn das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache. So bei anderen YouTubern mal reinschauen, was die machen. Und wir sehen uns dann in anderen Videos in meinen Let's Plays. Und ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.